So, da sind wir wieder und haben gleich ein paar Dutzend Skelette wieder vor uns. Dir springen wir auf den Kopf. So. Der Ritter mit seinem dicken Hintern macht die Skelette auch ohne Waffen kaputt. Nämlich genauso. Also, so einen möchte ich nicht auf den Kopf kriegen. Das tut bestimmt weh. Du stehst nur dumm da und guckst uns an. Ah, jetzt traust du dich mehr. So. Was passiert, wenn wir hier drauf stehen? Da geht auf der anderen Seite die Tür auf. Genau. Mal gucken, wie weit wir diesen Level noch haben. Das scheint hier etwas größer zu sein als die Burg. Wie konntest du uns treffen? Ist hier dort gerade noch was respawned? Ja, da oben, der da. Und er hat eine Lebensfiole. Sehr gut. Eine Gesundheit steht da unten. Haben wir aufgenommen. Nein, das reichte nicht. Und das tut hart weh. Das tut immer noch weh und immer noch weh. Zurück uns nochmal heilen. Dankeschön. Oh, das wird wehtun. Na. Hat da ein fieses Skelett unsere Erfahrungsfiolen einfach da reingestoßen. Und ich merke gerade, wir können uns einfach hier oben festhalten. So, jetzt müssen wir aber mal zum Ritter wechseln, weil unsere Diebin ja gleich am Sterben ist. Unsere. Ist das hier Wasser? Ja, das ist Wasser. Hier drin könnten wir schwimmen. Dann machen wir das mal. Ich vermute nämlich, dass hier unten wieder mal irgendwo ein Secret liegt. Oder wenigstens Erfahrungsfiolen. Und ja, ich mache mir in Zukunft die Mühe, ein bisschen genauer nach Secrets und so zu suchen. Das ist sowas wie das letzte Mal, wo ich offscreen nach Sachen gesucht habe. Solche Sachen nicht nochmal so oft passieren. So wie das hier zum Beispiel. Da hätten wir nämlich schon das Secret. Hallöchen, Truhe. Halskette der Macht. Ein antikes Schmuckstück der alten Zeit. Sein Träger kann der Welt mehr Energie abgewinnen und zu seinem Nutzen verwenden. Erhöht den Schaden durch Waffen, die Energie verwenden, um 25%. Oh, das bleibt mal bei ihr. Weil sie ist die Einzige, die im Augenblick eine Energiewaffe hat. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch. Sie hat kein Laserschwert. Und verschießt auch keine Laserbogenpfeile. Oh, da sehe ich noch eine Erfahrungsfiole. Die wollen wir doch nicht zurücklassen. Und ja, ich mache mir nur Mühe, die Geheimnisse zu suchen. Jetzt eher so die Erfahrungsfiolen nicht unbedingt so sehr. Die Kisten werden wir brauchen. Um auf der anderen Seite hochzukommen, nämlich. Deswegen nehmen wir die mal gerade mit. Und ich höre die ganze Zeit die Fledermäuse im Hintergrund fiepen. Die brauchen wir nämlich, um hier hochzukommen, würde ich mal meinen. Hoch. Na, kommt her. Feige Fledermäuse. Ich will euch nicht, dass ihr mir den Rücken fallt. Na gut, dann. Zwei Stück, auf die ich nicht gezielt habe, erwischt. So, noch einer. Nein, scheint keiner mehr zu sein. Aber dafür mal wieder so ein Freund hier. Die ich mittlerweile auch raus habe, wie sie gehen. Ist ja schnell gestorben, der hier. Manchmal frage ich mich, wie das Spiel im Multiplayer genau funktionieren soll.
Weil es gibt ja auch einen Multiplayer, da spielt, kann man halt zu dritt spielen und jeder spielt eine Figur. Also es kann nur eine Diebin, einen Magier und so weiter geben. Aber wie kommen die dann teilweise aus? Also ja, der Magier kann hier Kisten bauen, dass man hochkommt. Die Diebin kann sich hochschwingen. Aber wie macht man es, wenn man nur eine Diebin und einen Krieger hat? Oh, schaut euch den schönen Regenbogen an. Das ist jetzt mal ein herrliches Bild. Ganz ehrlich. Also da muss ich kurz mal stehen bleiben, dass man das hier genießen kann. Der Wasserfall und der Regenbogen, das sieht so schön aus. Das mag ich so richtig an dem Spiel. Ah, eine bodenlose Grube. Obwohl, ich nehme an, die hat einen Boden, aber... den unbedingt finden. So kommen wir da auch rum. Fledermäuse verprügeln. Ah, da kommt noch so ein Viech. Ist hier oben noch irgendwas Interessantes? Nein, aber die Stelle wird jetzt, könnte jetzt etwas gemein werden. Lieber hier mal kurz den Save Point anditschen. Ja, und schon ist es passiert. Zum Glück hatten wir hier den Save Point gleich. Gut, das war mal wieder ein Moment, an dem ich kein Skill bewiesen habe. Genauso wie ich mich hier frage, ja, ich habe es auf die harte Tour herausgefunden, ob mir das hier Schaden macht. Weil das ist Sumpfwasser. So. Noch mal gerade kurz was gucken, und zwar, jupp, ich kann kleine Objekte werfen und ich kann anstürmen. Was kann ich auf der nächsten? Ah ja, überrennen. Das klingt auch sehr nett. Du wirst mir den Rücken schießen, wenn ich nicht aufpasse. So. Da kommt noch einer. Und springt direkt in den Tod. Und ja, so kommt man hier auch hoch. Also wirklich, wenn einer den Ritter spielt im Multiplayer, muss der andere den Magier spielen. Weil anders kommt man da nicht weiter. Hier über die großen Pilze. Ich glaube, da sind wir schon am Ende dieses Levels gleich. Tatsächlich. Gucken wir mal kurz. Wir haben eine Fiole verpasst, aber das macht nichts. Ist das da hinten eine Hütte? Oder ist das da wieder nur Schrott? Ne, das ist ein Baumstumpf, ein riesiger. Ja, die Bäume sind hier schon groß. Aber gut. Ab weiter ins nächste Level. Dieses hier haben wir ja jetzt auch ziemlich gut hinter uns gebracht. Die Nacht brach sehr schnell herein, eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Ja, das war mal ein kurzer Text. Und damit geht's ab ins Schattendorn-Dickicht. Kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Die Dunkelheit ist nicht gut. Und der Krieger beschwert sich schon gleich, dass es wieder so dunkel ist. Und ja, jetzt sind wir im Schattendorn-Dickicht. Die Erfahrungsfiole, da schnappe ich mir noch. Und dann würde ich sagen, mit dem Ausblick auf die düstere Umgebung mache ich erstmal wieder einen Cut.
Und dann sehen wir uns in der nächsten, beim nächsten Mal wieder. Bei meiner nächsten Aufnahme. Also bis dann.